Einen guten Tag, Mr. McGrath. Wüsste ich euren Namen, könnte ich euch dasselbe wünschen. Ismael Law. Ich habe euch im Haupthaus gesehen. Ich habe die Male auf euren Händen erkannt. Ich wäre auch gerne ein Verbanner geworden. Sich mit den Mysterien der Welt zu beschäftigen, das muss aufregend sein. Ihr wolltet Verbanner werden? Das ist ungewöhnlich. Als Kind traf ich auf einen Verbanner. Die Male an seinen Händen, sein Auftreten, seine Selbstsicherheit beeindruckten mich. Ich fühlte mich sicher. Ihr tut Gottes Werk, ob ihr es wisst oder nicht. Wie Charles Davenport. Ich hatte großen Respekt für den Minister. Sein Tod ist tragisch. Ihr wolltet Verbanner werden. Wieso habt ihr euch anders entschieden? Ich habe stattdessen geheiratet. Bin nach New England gekommen. Das hat mein Leben ruiniert. Ist euch zufällig hier in der Gegend jemand aufgefallen, der sich merkwürdig verhält? Unser Dorf ist in letzter Zeit von vielen Tragödien heimgesucht worden. Viele meiner Nachbarn haben ihre Liebsten an die Seuche verloren. Eines Tages werden sie krank und dann sieht man sie nie wieder. Vielleicht hört man sie noch stöhnen, wenn man ihr Heim passiert. Aber irgendwann endet auch das Stöhnen. Sagt mir, wenn sich in solch furchtbaren Zeiten jemand merkwürdig verhalten würde, wie sollte ich es dann erkennen können? Ihr habt mein Mitgefühl. Aber ich erkenne an eurem Blick, dass ihr an jemand Bestimmtes gedacht habt. Watson. Den Schuhmacher. Vielleicht liegt es an der Seuche oder weil seine Liebsten gestorben sind. Aber was immer passiert ist, er scheint den Verstand verloren zu haben. Bis später, Ismael. Jederzeit, mein Herr. Red McGrath, mein Herr. Verbanner. Zu Diensten. Dürfte ich euren Namen erfahren? Bachelor. Hugh Bachelor. Ich war der Lehrer hier in New Eden. Vor all dem. Ich benötige heute die Dienste eines Ketzers nicht. Und die Leute von New Eden ebenso wenig. Er macht einen freundlichen Eindruck. Was macht ein Lehrer, wenn es keine Kinder zu unterrichten gibt? Mein werter Herr, der Unterricht muss sorgsam vorbereitet werden. Irgendwann werden die Kinder zurückkehren und ich werde vorbereitet sein. Warum seid ihr nicht mit den Kindern fort? Eine Weile wünschte ich mir, ich wäre es. Zuzusehen, wie die Kinder fortgingen, das hat mir beinahe das Herz gebrochen. Ich war wochenlang verloren. Aber der Herr hatte andere Pläne für mich. Das weiß ich nun. Und die wären? Das werdet ihr schon bald selbst sehen und etwas Großartiges bezeugen. War in letzter Zeit etwas ungewöhnlich? Sprecht ihr womöglich von der Seuche, die unsere kleine Gemeinschaft zu vernichten droht? Wir haben den Brunnen versiegelt, unsere Türen verschlossen und unsere Gebete gesprochen. Aber nichts hat geholfen. Und hat sich sonst jemand merkwürdig verhalten? Ich muss leider fragen. Die Schankwirtin Mistress Sparrow treibt sich immer beim Brunnen herum, hat die Hände in den Taschen stecken und hält ihre Kräuter ganz fest. Da kommt mir gerade, bevor sein Haus samt Frau und Bruder darin abbrannte, hatte Caleb Watson eine hitzige Auseinandersetzung mit der Schankwirtin. Es war, als hätte sie ihn verflucht. Wenn es eine Hexe in den Eggen gibt, würde ich dort zuerst suchen. Wenn ich mit ihr sprechen wollte, wo würde ich sie finden? Sie ist für die Schenke verantwortlich. Gott alleine weiß, was sie dort in ihrem Hexenkessel zubereitet. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden, mein Herr. Möge Gott euch behüten, denn ich werde es nicht. Caleb Watson. Dieser Name taucht immer wieder auf. Wir sollten ihn besuchen. Der Brunnen. Irgendwas stimmt nicht. Und riecht widerwärtig. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Madam. Mistress. Lucy Barrow, die Bierbrauerin. Red McGrath, der Verbanner. Bierbrauerin, ja? Das hätte ich nie erraten, wenn ich euch so sehe. Und wie sieht eine Bierbrauerin für euch aus, Verbanner? Da hat sie dich erwischt.
Erzählt mir von euch, von eurer Arbeit. Ha, was seid ihr, von der Volkszählung? Ich bin Lucy Barrow. Seriös, stolz, klug. 41 Jahre und Witwe. Mein Mann und ich hatten eine Taverne in England. Ich war das Hirn, er war... Nun, er war da. Und wenn ihr mich Witwe Barrow nennt, hole ich meine Schere und kürze euch eure Kastanien. Was hat euch nach New Eden gebracht? Freiheit, Wohlstand, die Chance, gute puritanische Männer trinken zu sehen, bis ihnen schlecht wird, während ich reich werde. Und Kastanien. Ich kam wegen der Kastanien. Darf ich euch fragen, ob euch in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen ist? Wenn ja, dann sagt es mir bitte. Ich werde euch sicher sagen, wenn ich etwas Normales sehe. Seltsam ist bei uns normal. Jeden einzelnen Tag im Jahr. Und doch tratschen die Leute immer noch. Sie sind misstrauisch, aggressiv, ungeduldig. Vielleicht sehnen sie sich nach Normalität. Das ist wohl nachvollziehbar. Tja, lasst es mich wissen, wenn euch etwas ungewöhnlich vorkommt. Ich verabschiede mich für den Moment. Und ich mich von euch. Guten Tag, Sir. Gleichfalls. Red McGrath. Und ihr? Perry Cottle. Ich bin der Bäcker. Was hat euch hierher verschlagen? Ich bin Verbanner. Ich suche nach Geistern. Ihr werdet hier weder Geister finden, Sir, noch Dämonen. Dafür sorgt schon der Gouverneur in seiner Frömmigkeit. Ich beneide euch um euren Glauben, Mr. Cottle. Und wie läuft das bisher so? Man kann viele Dinge im Leben tun. Was hat euch zum Backen gebracht? Ein Dutzend Gründe. Ich will euch nicht mit allen 13 langweilen. Ich war übrigens auch 13, als meine Eltern starben. Er war ein harter Mann, aber seine Frau hatte das Herz am rechten Fleck und war für mich da. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe sie. Was hat euch nach New Eden geführt? Fehlte hier ein Bäcker? Anderswo werden die Leute abtrünnig. Hier kennen wir den Wert unseres täglichen Brotes. Von Gottes Gnaden. Hier ist der Bäcker, gleich einem Priester. Habt ihr in letzter Zeit etwas Seltsames bemerkt? Veränderungen im Benehmen, seltsames Kommen und Gehen? Lucy Barrow geht Pflanzen pflücken, ganz heimlich, still und leise. Ich habe sie gesehen und dabei beobachtet. Sie fügt sie ihren seltsamen Tränken bei. Mir will sie nicht sagen, was sie sind. Vielleicht würde sie es euch verraten. Vielen Dank, ich werde dem nachgehen. Ich sollte gehen. Und ich muss arbeiten. Lucy, das überrascht mich. Mich würde interessieren, was sie dazu zu sagen hat. Wir haben wohl... Riecht sogar noch schlimmer hier. Heilige Scheiße. Es ist gerecht. Wir beginnen von vorn. Geschissen auf diese Menschen. Sie können uns nichts anhaben. Aber wie konntest du es ihn nochmal küssen lassen? Hallo? Geht es euch gut, mein Herr? Wir haben geschlossen. Raus, sofort! Verschwindet, zieht Leine! Euer fröhlicher Ton lässt mich vermuten, dass es euch nichts ausmacht, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich bin Red McGrath, Verbanner. Ich suche hier in der Gegend nach Beweisen für Hexenwerk. Und ich sehe sofort, dass ihr darauf brennt, mir zu helfen. Zeig dich, du mieser Hausierer! Hier gibt's keine Hexen. Nur mich, Caleb Watson. Der Gouverneur hat mich gebeten, mich umzusehen. Verhält sich jemand auffällig? Warum sollte er euch darum bitten? Jeder hat Geheimnisse. Und ich habe ein Talent dafür, sie aufzudecken. Ich habe keine Geheimnisse. Ich habe nichts Falsches getan. Schaut euch in meinem Haus um, wenn ihr mir nicht glaubt. Überzeugt euch selbst. Und wenn ihr einen Funken Anstand besitzt, dann kommt ihr danach zurück, zieht euren Hut, entschuldigt euch und
verschwindet dann für immer. Wenn wir jemanden suchen, der sich auffällig verhält, dann sind wir hier wohl richtig. Dann will ich euch mal wieder allein lassen. Ein Mann, dem seine eigene Gesellschaft genügt, der ist nie alleine. Habt ihr gehört? Der war gut, nicht wahr? Hab keine Angst. Er wird sich bald trollen. Und sie auch. Zwei Brüder, die um die Gunst derselben Frau buhlen. Das geht selten gut aus. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung? Frag nicht. Faszinierend. Hat jeder Bürger etwa seine eigenen? Was denkt ihr? Alexander und Ruth Watson. Ihre fehlen. Frage mich, warum? Ismael Law meinte, dass Watson seine Frau und seinen Bruder verloren hätte. Caleb Watson ist zutiefst von Trauer geplagt. Hugh Batchelor sagte, dass Lucy Barrow ein Haus verflucht hätte, das daraufhin abgebrannt sei. Ja, das Haus brannte ab. Der Rest ist wohl Unsinn. Es gehört sowieso uns. So wie es von Anfang an hätte sein sollen. Was ist das? Kein Metall, kein Holz. Knochen. Es ist Knochen. Wunderbar. Ich denke, wir müssen mit Caleb Watson sprechen. Hab keine Angst. Er wird sich bald trollen. Und sie auch. Genug rumgeschnüffelt? Hä? Genug an eurem Arschloch gerochen?
Ihr sagtet, ihr hättet keine Geheimnisse. Das war doch gelogen, oder? Jeder hat Geheimnisse. Ich kann eure Geheimnisse bis hierher riechen, mein Freund. Steckt euch eure Fragen sonst wohin und verzieht euch. Direktheit führt hier nicht zum Erfolg. Lass dir Zeit und lock ihn in die Falle. Im Garten befanden sich verbrannte Trümmerteile. Ich habe auch Knochen gefunden. Woher kommt das alles? Euch muss wahrlich langweilig sein, wenn ihr Zeit habt, meinen Müll zu durchwühlen. Das stammt alles vom Haus. Vermutlich. Ich habe euren Brief an Ruth gelesen. Es ist klar, ihr habt sie geliebt. War die Sache mit Alexanders Untreue wahr? So wahr, Caleb Watson, mein Name. Und Gott und alle Anwesenden meine Zeugen sind, schwöre ich, dass mein Brief an Ruth erstunken und erlogen war. Ich begehrte seine geliebte Ruth und beschloss, Alexanders Ruf zu ruinieren, weil ich eine kleine, gierige Sau bin. Ehrlich seid ihr ja, aber es scheint nicht, als würdet ihr eure Taten bereuen. Nein, was geschehen ist, ist geschehen. Daran lässt sich nichts ändern. Mein Bruder ist nur noch eine ferne Erinnerung. Schrecklich, was eurer Frau und eurem Bruder zugestoßen ist. Vielleicht hätte ich helfen können, hättet ihr etwas gesagt. Ihr trauert sicher sehr. Darf ich fragen, wo sie begraben wurden? Scheiß auf meinen beschissenen Bruder und scheiß auf euch auch! Sie liegen beide auf dem Gottesacker begraben, tief unter der Erde. Genug der Worte. Was geht auf dem Gottesacker vor sich, Caleb? Scheiß auf den Gottesacker! Er und ihr könnt mir gestohlen bleiben! Es hat euch nicht zu interessieren. Ihr müsst mir sagen, was dort vorgefallen ist. Hört auf mit dem Versteckspiel. Nichts ist vorgefallen. Beerdigt! Alles beerdigt! Ruhe! Ihr könnt eure Scheißfragen einpacken und die Fliege machen. Was immer geschehen ist, es geschah auf dem Gottesacker. Ein Tropfen mag den Regen verbergen. Vom Fleische zum Verb. Vom Verb zum Herzen. Vom Herzen zum Fleische. Der Knoten des Todes ist ungelöst, doch ich werde ihn zerschneiden. Hat einen Geist beschworen, ohne ihm einen Körper bereitzustellen. Also schnappte der Geist sich seinen. Caleb ist nicht mehr Caleb. Und er hat auch noch den falschen Geist erwischt. Er hat Teile seiner Frau, aber auch seines Bruders verwendet. Ruth, Alexander, Caleb, alle Konstellationen sind möglich. Dann lass uns rausfinden, welche es ist. Beruhig dich. Alles ist gut. Uns wird nie wieder etwas Schlechtes widerfahren. Haut ab! Wir waren auf dem Gottesacker. Er hat uns eine spannende Geschichte erzählt. Ihr seid nicht Caleb, habe ich recht? Zumindest nicht nur. Ach,
Euch kann man wohl nichts vormachen, Alexander Watson. Lange Rede, kurzer Sinn. Caleb wollte seine tote Frau zurück. Und jetzt bin ich hier. So viele Fragen. Wo soll man nur anfangen? Also teilt ihr euch Calebs Körper? Teilen? Nein. Dieses Haus aus Fleisch und Knochen ist mein. Aber ich bin ein großzügiger Mann. Mein Bruder darf im Keller wohnen. Wir waren Zwillinge. Angeblich soll ich der Schlechte gewesen sein, aber wer verratet jetzt? Er wollte also seine Frau zurück. Und wie seid ihr dann da hineingeraten? Caleb war ein guter Schuster, ein schlechter Bruder, ein noch schlechterer Ehemann und ein furchtbarer, lausiger Hexer. Das Ritual missglückte natürlich. War vorauszusehen. Ihr solltet noch etwas wissen, falls ihr es nicht eh schon wisst. Es ist noch jemand hier. Ich vollendete das Ritual. Meine liebste Ruth ist bei mir. Caleb war kein Heiliger, aber das ist absolut teuflisch. Hat er das wirklich verdient? Ja, hat er. Außerdem habe ich ihn ja nicht getötet. Er lebt noch irgendwo hier drin und sieht dabei zu, wie ich seinen Namen durch den Dreck ziehe. Er kann mich hören, wie ich seinen guten Ruf zerstöre, wie ich mit anhören musste, wie er mich der Unzucht beschuldigte. Nette Gestalten. Er hat unsere Liebe geraubt. Mir und Ruth. Dann hat er sie vernichtet. Jetzt blüht unsere Liebe neu auf und er kann nichts tun, als zuzusehen. Caleb war ein Schuft. Soll ihn der Teufel holen. Soll er ruhig leiden. Ihr seid gestorben, als ihr Ruth aus einem brennenden Haus retten wolltet. Richtig? Richtig. Wo war Caleb, als all das passierte? Er war da. Stand wie angewurzelt da, vor Angst gelähmt. Und dann war es zu spät. Er konnte uns nur noch beim Verbrennen zusehen. Calebs Name wurde an diesem Tag ruiniert. Wir hämmern nur den letzten Sargnagel rein. Ihr habt das Ritual benutzt, um Ruths Geist in Calebs Körper zu bringen? Weshalb? Liebe lässt einen die seltsamsten Dinge tun. Wir haben ein besseres Leben verdient. Ich habe vor, diese Gelegenheit zu nutzen. Ich verstehe, dass ihr wütend seid und nach was ihr euch sehnt. Aber was ist mit Ruth? Habt ihr sie gefragt, was sie möchte? Caleb hat mir mein Leben geraubt. Und er hat Ruth ihrer Stimme beraubt. Sie verging in seinem Schatten. Natürlich wollte sie eine zweite Chance im Leben. Dazu würde ich gerne mal Ruth hören. Dürfte ich bitte mit ihr sprechen? Nein! Wir haben endlich ein kleines bisschen Glück gefunden. Ich lasse nicht zu, dass ihr es uns wieder wegnehmt. Bitte, lasst uns in Frieden. Lasst uns wenigstens das hier. Wir müssen mit ihr sprechen. So oder so. Wenn er uns nichts sagen will, finden wir vielleicht was in dem Haus, in dem Ruth starb. Dann will ich euch mal wieder allein lassen. Alleine? Nicht wirklich. Beruhig dich. Alles ist gut. Uns wird nie wieder etwas Ruth Schlechtes hat eine Affäre gefahren. Mit Alexander im Körper ihres Ehemanns. Wie sehr ich es auch drehe und wende, das ist einfach nicht richtig. Irgendwas ist da komisch an dieser Ruth. Wenn wir die Geisterkette finden, können wir mit ihr reden. Das abgebrannte Haus. Das Dach ist über ihnen zusammengebrochen. Jede Menge Trümmer.
Die Kette muss in der Nähe sein. Das stimmt. Ruths Herz fesselt sie aneinander, lässt den Körper von innen heraus verrotten. Diese Arbeit zeugt von echtem Feingefühl. Caleb? Vielleicht. Jedenfalls nicht Alexanders. Ich denke, wir haben gerade etwas über Ruth gelernt. Ihr! Was habt ihr da? Finger weg, Dieb! Was immer ihr gefunden habt, gehört nicht euch! Ihr habt Ruths Herz unter der Asche des Hauses begraben, in dem sie ums Leben kam. Ich finde das sonderbar. Ihr, ein Geist, wühlt in den Überresten des Hauses einer toten Frau. Ihr habt wirklich kein Recht, mich sonderbar zu nennen. Glaubt nicht, dass ich eure Anwesenheit erst jetzt spüre. Seid still, während ich mit Ruth spreche. Ruth? Kannst du mich hören? Kannst du antworten? Verschwindet und verreckt von mir aus! Ich hab ihr das Sagen! Nein! Ruhig Blut, Alexander! Ich werde mit ihnen sprechen. Ich bin Ruth. Ich kann euch hören. Mein Name ist Antea Duarte. Wir wollen euch helfen. Oh, das freut mich. Bitte, macht diesem Albtraum ein Ende. Helft mir! Fahrt zum Teufel und kommt nie wieder. Wir sind glücklich und ihr habt kein Recht, verstanden? Ihr habt kein Recht. Ihr Herz! Gebt es zurück! Ich muss euch herbeirufen. Er wird mir nicht mehr das Wort verbieten. Lasst uns sprechen. Helft mir, bitte. Calebs Brief hat euer Leben verändert. Was habt ihr damals verspürt? Mein Herz wurde entzweit. Ich liebte Alexander, aber... ich hatte jemanden verdient, der treu sein würde. Caleb schien gut zu sein. Er schien mich zu lieben. Ich dachte, ich hätte den besseren Bruder geheiratet. Aber er war ein Lügner. Ein Lügner und ein Teufel. Und dennoch hat nicht einmal er das verdient. Niemand hat das verdient. Wie hat Caleb euch behandelt? Er hat mich angehimmelt. Ich war wie ein Idol. Er hat mir gehuldigt, mich aber nicht geliebt. Er war der Bildhauer und ich war die Statue. Still von meinem Podest, herablächelnd. Jetzt bin ich in einen Fleischsack eingenäht. In Gesellschaft der verrottenden Überbleibsel meines Gatten und seines toten Bruders. Bitte, holt mich hier raus. Wer brachte Caleb das Wiederbelebungsritual bei? Wenn ihr beibringen sagt, würde das bedeuten, er hätte es gelernt. Er hat es nur abgelesen. Er ist eben doch nur ein Schuster, kein Magier. Caleb konnte schon immer gut zuhören. Seine Kunden haben ihm bei der Arbeit alles Mögliche erzählt. Der Haskell-Junge zum Beispiel. Während Caleb sich um das Schuhwerk des Gouverneurs kümmerte, sprach Lemmy über Magie. Natürlich Unsinn, aber Caleb hörte zu. Moment. Caleb hat das Wiederbelebungsritual vom kleinen Lemmy Haskell? Nachdem Lemmy darüber gesprochen hatte, konnte Caleb nicht mehr aufhören, daran zu denken. Er flehte ihn an und Lemmy war zu gut, Nein zu sagen.
Caleb wollte dunkle Magie wirken. Und Lemmy gab ihm die schriftliche Anleitung. Ruth, euer Gatte Caleb hat euch mit einem verpfuschten Ritual zurückgebracht. Aber sein Bruder Alexander konnte euch dadurch als Geisel nehmen. Sobald wir uns um die Watson-Brüder gekümmert haben, könnt ihr ungehindert aufsteigen. Tut, was notwendig ist. Ich werde es ertragen, wenn ich dadurch freikomme. Nein! Wir können hier bleiben. Bitte, Ruth, lass uns bleiben. Seht euch nur an. Ihr seid ein Simulacrum, eine Karikatur. Euer sogenanntes Leben ist gar keins. Caleb hat gelogen und euch die Frau gestohlen. Aber nun habt ihr gelogen und seinen Körper gestohlen. Dieser Unsinn wird jetzt ein Ende haben. Alexander, eure Geschichte ist keine romantische Fabel. Es gibt hier keine Moral von der Geschichte. Ihr seid ein Geiselnehmer, nichts weiter. Nein, lasst Caleb ruhig zur Hölle fahren. Er hat es verdient. Aber Ruth und ich, wir lieben uns. Gierige Kerle streiten sich um eine Frau, als wäre sie ein Objekt. Ich bin diese alte Leier leid. Es wird Zeit für eine bessere Geschichte. Ruth ist erlöst. Endlich kann ich wieder in Frieden ruhen. Hab Dank. Ihr seid tot. Ihr seid vergangen. Sind Sie weg? Spreche ich mit Caleb Watson, dem Schuster? Seid ihr das, Caleb? Ich glaube, ja. Ja, ich bin es. Oder ich war es einst, bevor der Mistkerl von meinem Bruder sich meines Körpers bemächtigt hat. Ganz unschuldig wart ihr aber nicht. Verzeiht die unglückliche Anspielung, aber da steckten mehr von euch mit drin. Mein Bruder hat ewige Verdammnis verdient. Und dank euch hat er sie bekommen. Ich bin nicht perfekt. Aber wenn ihr mir dasselbe antun wollt, dann werde ich kämpfen. Auch ich bin nicht perfekt. Meine Güte und meine Geduld haben ihre Grenzen. Wir sollten sie nicht zu sehr strapazieren, hm?